Heute ist Dienstag, der 9. August 2016. Wir sind in Mikrovikla, das ist in Naxos, und ich werde heute mein Meeresaquarell malen. Also ich habe hier einen Karton mitgenommen, das ist mein Malutensilien. Und daher habe ich hier auch schon, was die Natur so bietet, habe ich hier so einen kleinen Pinsel gefunden. Hier habe ich auch einen Pinsel oder sowas ähnliches gefunden, damit kann man Aquarell schön verschmieren, praktisch irgendwie wie ein Radiergummi oder sowas. Aber ich werde jetzt noch etwas Schilf nehmen, damit ich dann auch noch einen Pinsel habe. Schauen wir mal, wie hart dieser Schilf ist. So, jetzt habe ich einen Pinsel schon einmal. So, werden wir das ein bisschen umwickeln, damit wir wirklich einen, das funktioniert nicht so viel. Dann nehme ich das hier und werde mir hier einen schönen Pinsel, bitte mein Naturpinsel. So, und jetzt geht's los, ein Meeresaquarell zu malen. Pame. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe hier mein bereits etwas verschwitztes Blatt Papier. Ich habe hier meinen Pinsel. Ich habe hier noch meinen Reservepinsel. Sprich, drei Pinsel habe ich. Das Wichtigste für mein Aquarell ist, ich habe sehr, sehr viel Aquarell. Und zwar Aquarell fürs Aquarell. So. So, hier sind wir. Also, das ist jetzt mein Aquarell. Natürlich, weil wir uns finden, male ich eine natürliche Meereslandschaft. So, den zweiten Pinsel, das ist ganz wichtig, um jetzt das alles zu verwischen. Hier Wolken, die Tränen weinen, und jetzt, um das Aquarell richtig abzuschließen, muss ich jetzt das ins Wasser. Fertig ist das Aquarell. Grüße aus Griechenland. Heute ist Sonntag, der 30. Juni 2019. Vor 3 Jahren habe ich auf Naxos mein letztes Aquarell gemalt. Irgendwie habe ich das Land total aus den Augen verloren. So möchte ich heute wieder mit der Aquarellmalerei beginnen. Und zwar habe ich mir da jetzt die Natur ausgesucht, in der Tradition der Aquarellmaler, die so gerne ins Freie gehen und ihre Aquarelle malen. Hier habe ich eine Leinwand mitgenommen, natürlich brauche ich einen Klappsessel, damit ich auch kommod sitze. Jetzt sucht man so ein schönes Platz ab. Ich bin hier jetzt in der Wildgrubgasse, das war mein früherer Schulweg. Hier links unten befindet sich der Schreiberbach, und ich denke, da werde ich schon gute Motive finden für ein schönes Aquarell. Da vorne, Grinzinger Steig, da bin ich immer in die Schule gegangen. Grinzinger Steig, dort ist eine kleine Brücke, und unterhalb dieser Brücke habe ich Erinnerung, dass da ein schönes Plätzchen ist vom Schreiberbach. Ich schaue mal, ob dieses Plätzchen nach wie vor vorhanden ist. Ja. Was ist der Grinzinger Steig? Hier geht es nach Grinzing.
hier unten vielleicht, schaue ich einmal. Hier ist noch der verbaute Bereich des Schreiberbachs. Oben ist, da müsste ja noch naturnahe sein. Also das denke ich hier ist ein schönes Plätzchen hier. Ich werde mir hier meinen Mahlplatz einrichten. So, jetzt muss ich schauen, ich möchte nämlich gerne den wunderbaren Schreiberbach einfach für mich malen lassen. Jetzt entsteht das Schreiberbach-Aquarell. Es malt sich nicht von alleine, es dauert seine Zeit. Ah, Moos. So. Ah, Fischeln oder was auch immer habe ich auch. Alles Mögliche. Ich mache noch einmal weiter. So, ich denke, das reicht. Bitte, das hier ist das Schreiberbach-Aquarell mit Algen drinnen. Die kleinen Fischlein oder was die waren, die drinnen waren, die sind jetzt weg. Bitte schön. So entsteht ein Schreiberbach-Aquarell. Danke, das war's. Sehr schön. Sehr schön. Das riecht nach Schreiberbach. Sehr schön. Jetzt möchte ich ein ganz ein großes Aquarell malen, und zwar ungefähr 10 Meter mal 1 Meter. Der Grund dafür, so glaube ich, große Bilder kann man teurer verkaufen pro Quadratzentimeter. Mal sehen, ob es mir gelingt. Werden wir jetzt mal ausrollen. Übrigens von Klimt, das Beethoven-Verlies ist 34 Meter lang, also meine 10 Meter sind ja ein Klacks dagegen.
Es wird ein halbautomatisiertes Aquarell. Ich male mit meiner elektrischen Bürste hier. Also schauen wir mal, es ist mein erster Versuch einmal, wie dieses halbautomatisierte Aquarell so gelingen möge. Ich schalte diese Maschine ein einmal. Aquarell, das heißt, ich male nur mit Aqua. Das ist Aquarell pur. Das ist Aquarell pur. Wahnsinn, Wahnsinn. Hier überall. Ja, hier ist das schön. Nun ja, 10 Meter, denke ich, hat sich auf Einzelteile reduziert, aber das macht ja auch nichts. Schauen wir, jetzt haben wir es. Hier sieht man ganz genau noch, wie die Bürsten gearbeitet haben. Hier bis hierher so schön. Auch die Struktur hier haben wir. Ja. Ach, wie schön der Anfang. Wie schön hier der Anfang. Das. 10 Meter haben sich etwas reduziert, aber das tut nicht zur Sache. Auch die Struktur, wie es jetzt da ist, ist das schön, vor allem wenn man das Aqua so richtig schön sieht hier. Jetzt möchte ich gerne mit einem Wasserpinsel malen. Also es gibt ja hier Borstenpinsel, dann gibt es Luftpinsel und das hier ist ein Wasserpinsel. Jedoch inspiriert von meinem letzten Aquarell, dieses halbautomatisierte 10 Meter lange Aquarell, möchte ich gern in Richtung Action Painting gehen. Da ist mir dieser kleine Wasserstrahl etwas zu gering. Darum habe ich hier jetzt mir meinen Hochdruckreiniger hergerichtet, ein 380 Starkstrom Hochdruckreiniger. Da man ja nie weiß, wie Action Painting wirklich ausgehen kann,
muss ich natürlich gewisse Schutzvorkehrungen treffen. Habe ich natürlich Vorsorge getroffen, jede Menge. Und zwar zuerst beginne ich natürlich einmal mit der Schutzmaske. Man weiß ja nie. So, das ist einmal die Augenschutz. So, jetzt weiß ich nicht, ob man mich noch hören kann. Jetzt versuche ich einmal ein Aquarell mit einem Wasserpinsel zu machen. Schauen wir mal. Das hier ist die Leinwand. Jetzt schauen wir mal. So sieht Action Painting aus. Das ist das Aquarell, nachdem man es mit einem Wasserpinsel bearbeitet hat. Sehr schön. Mal schauen, wie teuer ich dieses Aquarell verkaufen kann. Im Nachhinein betrachtet kann ich nur sagen, wie froh ich bin, dass ich diesen Kurs, Basiskurs für Aquarellmalerei besucht habe. Ich kann wirklich sagen, ich habe mich eigentlich verwirklichen können durch diesen Kurs und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, so einen Aquarellmalkurs zu buchen. Es ist eine Freude, es ist unglaublich, welches kreative Potenzial in jedem von einem steckt und wie dieser Kurs einen motiviert, dass man sich einfach selbst verwirklicht.